Jo, meine Freunde, was geht ab euch? Bibel hier am Start mit einem neuen Trade-Up-Hustle-Video. Und wie versprochen gibt, ist jetzt den High-Risk-Trade-Up zu AK Fire Serpent in Statrek. Ja, das geht ja seit dem Update. Und wer auch das Video vorher gesehen hat, da habe ich versucht, eine Desert Eagle Crimson Wrap Statrek Factory New rauszubekommen für 100 Euro. Ob mir das geglückt ist, seht ihr, wie gesagt, im letzten Video. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall mal mega krass gespannt, ob ich die rausbekomme, weil ich will schon seit Ewigkeiten eine AK Fire Serpent Statrek. Und ja, wir gucken einfach mal, ob es gelingt. Puh, ich bin mega krass angespannt, aufgeregt, weil das ist ziemlich teuer. Also hier kostet eine Emerald Dragon derzeit im Marketplace für 40 Euro in Field Tested und in Minimal Wear über 50 Euro. Das ist schon eine ziemlich heikle Nummer, genauso wie die Ocean Forms. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Use with Trade-Up Contract, alright. So. Ich werde jetzt hier einfach mal diese Teile da reinhauen. Dann eine Cold-Blooded. Dann habe ich den Tipp bekommen, ich soll das Ganze doch auf den 6. Slot machen. Das hat McKinsey gesagt. So. Jetzt wird sich bewahrheiten, ob der Junge recht hatte oder nicht. Dann mache ich noch eine, ja, Future Snow kann man auch reinmachen. Kann man eine Victoria rausbekommen, wenn die Factory New ist, ist die auch noch sehr, sehr viel wert. In Minimal Wear wäre die 50 Euro wert. AWP Asimov können wir rausbekommen in Field Tested Stat. Die ist auch noch gut was wert. 150, glaube ich, derzeit oder sowas in der Art. Also, wenn ich eine AWP rausbekomme, habe ich sogar noch Plus gemacht. Ja. Und halt, wie gesagt, aber wir wollen ja eine AK Fire Summit auf jeden Fall. Beziehungsweise eine Scout Blood in the Water Factory New wäre auch noch richtig toll. Also, die kostet ja irgendwie noch um die 300. Ja, das wäre auch noch okay. Ja. Malen auf jeden Fall hier noch ein bisschen so das Herz aus, damit der Game auch wirklich Mitleid mit uns hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich war bei keinem Trade-Up so aufgeregt wie jetzt gerade, weil es einfach so übelst die teuren Skins an sich sind. Und komm, bitte, bitte geben, bitte. Minimal Wear. Ich hab's mir schon fast gedacht, Alter. 50 Euro. Obwohl, aber wenn ich es jetzt gerade mal grob überschlage, was habe ich denn jetzt gewastet, Mann? Na gut, da war halt wegen, ja, das ist halt, das seine Ding ist halt teuer, Mann, 40 Euro, das war halt, nee, das war nicht gut. Ich habe jetzt ungefähr 30 Euro Verlust gemacht. Wenn nicht sogar noch mehr. Ja, also, sagen wir mal 50 Euro Verlust. So, da lasse ich mich doch aber nicht lumpen. Wir machen das jetzt nochmal, ja. Ich gehe jetzt nochmal auf den 6. Fuck-Slot. So, wenn ich jetzt schon wieder kacke ziehe, Mann, dann verfluche ich Kinsey auf Lifetime auf Uganda, Mann. Echt langsam keinen Bock mehr. Außer ich krieg jetzt blattende Worte in Factory New raus, dann bin ich leicht besänftigt an dieser Stelle. Was kann ich noch reinmachen da? Nehmen wir doch noch, ja komm, 2 Caimans machen wir noch rein. 2 Caimans und dann noch, ja, 2 Cold Bloods, oder? Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, Heil Gaben. Also, ich weiß nicht, 6. Slot, Mann. Ich muss Kinsey verfluchen, wenn es nicht das ist. Mann, früher waren meine heiligen Slots immer die Nummer 1 und die Nummer 9. Ich bin da irgendwann mal weggegangen, aber ich hätte vielleicht... Ah, egal, komm schon, gib. Weil, wenn ich es nicht mache, dann lacht er mich aus. Ich hab dir doch gesagt, dass das so... Deswegen mache ich es jetzt einfach, damit ich den... Ach, was heißt auslachen? Mann, der lacht mich aus. Wenn ich jetzt so Desert Strike bekomme oder eine Aukamela, dann raste ich aus, Mann. Oh. Okay, okay, okay. Plattende Worte. Ja, ich kann mich noch nicht mal ganz aufregen. Ihr müsst jetzt noch die Condition checken. Und es Minimal Wear. Nee, das ist nicht gut, Mann. Es waren jetzt locker 80 Euro nochmal wasted. Also sind jetzt gerade ungefähr 130 im Minus. Läuft.
Dann kommt jetzt natürlich der letzte fucking Try, so wie es gehört. Alle guten Dinge sind drei, meine Freunde. Natürlich werden wir jetzt die Schwierigkeit ein bisschen runterschrauben. Ich werde jetzt wahrscheinlich sogar drei Sachen reinmachen. Ja, hauen erstmal wieder die ganzen Cold Bloodeds da rein. Für den High Risk. Aber wenn ich jetzt nochmal eine Blood in the Water rausbekomme, gehe ich mich erhängen. So. Damit ich Kinsey Flame kann. Wieder auf dem 6. Dann haben wir noch eine Blooded und ja, noch eine Emerald haben wir dann noch irgendwie. Aber ich würde sagen, die haben wir auf dem 9. Auf dem 9. ist mein Glücksslot. Machen wir eine Trigon. Und jetzt noch die hier. Und am Ende machen wir noch. Können wir noch am Ende machen. Ja, die ist, glaube ich, zu teuer. Naja, das. Was kosten die eigentlich? Ja, ich glaube, das passt so. Ah, die können wir noch reinmachen. Ja, das sieht echt gut aus. So, also, wenn wir jetzt wenigstens eine AWP-Field-Tested rausbekommen würden, wäre es ja wenigstens noch okay. Also, Cold-Blooded möchte ich nicht. Natürlich, eine Fire-Serpent wäre optimal. Was wäre das Schlimmste, was ich rausbekommen kann? Eine Chameleon. Ich würde mich erschießen. Das wäre eine 10%ige Chance. Bei zwei Waffen sind 20%, dann nochmal die Hälfte AWP oder Chameleon. Uiuiuiui. Naja, bin ich mal gespannt. Ja. AWP oder AK. Auf geht's, Attacks, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Komm schon, komm schon, komm schon, bitte. Ah! Immerhin. Da müsste ich ja, die sieht ja auch viel testet aus, müsste ich ungefähr auf 0 rausgekommen sein bei dem Trade-Up. Also praktisch 130 Euro im Minus. Wow. Kommt jetzt nicht ran, oder wie? Lieber? Holy shit! Knife! Oh mein Gott! Nein. Nee. M9, El Bayon, der Tiger Tooth. Sandro! LOL. Ich dreh durch! Ich dreh durch! Wow!